Ja, das Thema Reise entspricht im Grunde meinem Kontakt zu Stettin, weil ich bin sozusagen auf die Reise in die Vergangenheit von meinem Vater gegangen vor einem halben Jahr und habe Stettin besuchen wollen, weil da seine Heimat gewesen ist, wo er aufgewachsen ist, wo er auch geboren ist. Und ich wollte nochmal in seinen Lebzeiten mit ihm zusammen diese Orte kennenlernen, weil sie ja in gewisser Weise auch meine eigene Vergangenheit sind. Diese Reise in die Vergangenheit ist für mich wunderlicherweise eine Reise in die Zukunft geworden, weil ich mit meinem Vater plötzlich Polen kennengelernt habe, die interessiert waren an unserer Reise. Und wir haben dann zusammen diese Orte aufgesucht. Wir haben sogar einen Film gedreht. Und es ist ein sehr intensiver Kontakt entstanden, in dem plötzlich Projekte für die Zukunft entstanden sind. Also aus der Vergangenheit, aus der Spurensuche der Vergangenheit sind Projekte für die Zukunft entstanden. Und das ist für mich ein sehr spannendes spannender Wechsel sozusagen gewesen. Das ist nicht nur eine lineare Verbindung von Vergangenheit und Zukunft gibt, sondern eine Gleichzeitigkeit quasi von Vergangenheit und Zukunft. Es ist etwas ist wie eine Materie, eine, die man von verschiedenen Seiten her ansehen kann. Und in diese Materie konnte ich, weil ich dann gefragt wurde, ob ich hier ein Projekt mache zu diesem Thema, konnte ich eindringen. Ich konnte mir Gedanken machen, wie ist Stettin gebaut? Und da kam eben diese Idee oder diese Recherche von zwei Stettiner Astrologen ins Spiel, die gesagt haben, diese Mitte von Stettin, diese drei zentralen Plätze, das ist eine Spiegelung von Orion, genau wie im Gizeh, in Ägypten diese Gizeh-Pyramiden gebaut wurden. Und es gibt eine Menge anderer Details, die in Stettin genau so funktionieren quasi oder genauso aussehen, wie es auch in Ägypten mit dem Nil und dem Verhältnis dazu, den Anordnungen der Pyramiden und der Sphinx und anderen Details ist. Und das ist ein sehr spannendes Projekt, diese Recherche, was mich sofort berührt hat, weil ich gemerkt habe, Stettin ist irgendwie genial gebaut, nämlich es hat sozusagen einen Stern in der Mitte, auf den man unweigerlich immer sofort kommt, wenn man mit dem Auto fährt zum Beispiel, und von dem aus man sich auch dann gleich wieder in alle Richtungen orientieren kann. So haben wir dann angefangen, habe ich dann angefangen zu überlegen, wie kann man diesen zentralen Platz, also den größten von diesen drei Plätzen, bespielen und bin dann auf die Idee gekommen, nicht das Thema Orion sozusagen so zu in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Menschen, der sozusagen in den Himmel blickt, Sterne sieht und diese Sterne
nach seinen Hintergründen und Bildern assoziativ in Zusammenhang bringt. In Zusammenhänge, dass er sagt, diese Sterne, die auf meinetwegen diese 7 Sterne, die da so hell sich aufeinander zu beziehen scheinen, die erinnern mich an einen Krieger und bringen das mit den griechischen Mythen in Verbindung oder auch den ägyptischen und nennen es dann Orion oder Osiris. Und so gibt es ja eine ganze Menge Sternbilder, die für die Menschen wie ein Spiegel ihrer Psyche oder ihrer Geschichten quasi sind. Mein Projekt baut nun genau auf diesem Gedanken auf, dass Musiker als selbstständige Unikate quasi wie ein Stern durch einen Space, durch einen Raum sich bewegen auf ihre eigenartige Weise und es sozusagen Begegnungen gibt, Kreuzungen, aber jeder geht konsequent seinen Weg mit seiner Musik, mit seiner Art, sich zu bewegen. Es gibt auch ein komplexes Bewegen, man kann auch still irgendwo stehen, man kann sich drehen, man kann laufen, wie immer, man kann auf der Erde liegen. Das ganze komplexe Spektrum eines Wesens mit seiner individuellen Eigenart, und das spiegelt für mich auch sozusagen den einzelnen Stern, der sich in irgendwelchen großen, kreisenden oder wie immer schwingenden Bewegungen durch den Weltraum bewegt. Thank you.
Und die Menschen, die jetzt als Passanten hier sind, wie meinetwegen die Menschen, die aus der Straßenbahn aussteigen und plötzlich da auf dem Platz stehen, oder die Fahrradfahrer, die durchfahren, oder auch die Autofahrer, die sozusagen nur ein paar Sekunden etwas davon mitkriegen, was auf dem Platz ist, die erleben sozusagen da seltsame Musiker, seltsame Musikergestalten, die meinetwegen ihr Cello hinter sich herziehen wie ein Dackel, ein Hund. Schon ist dieses Bild wieder weg, und es ist wie als wenn man plötzlich aufgeweckt wird, das Normale, das, was man sonst als normal ansieht, neu zu sehen, weil es eben einen Bruch gibt. Es ist etwas dazwischen, was sich quasi normal benimmt, aber doch nicht normal ist. Und dieses Brechen irritiert den normalen Blick und hat deswegen die Chance, das, was immer da ist, wieder neu zu sehen und auch neu zu fühlen. Und so sehe ich sozusagen die Funktion dieses Projektes, dass dieses Leben, was hier auf diesem Platz quasi exemplarisch passiert. Es ist, man trifft sich, Menschen spielen Schach, sitzen eine Weile, blicken auf das, was da passiert, oder sie steigen um von einer Straßenbahn in die andere, sie unterhalten sich. Es ist sozusagen ein normaler Treffpunkt für den Bürger dieser Stadt. Und da passiert plötzlich etwas Ungewöhnliches. Und das ist eine Möglichkeit für Reise. Die Reise in das, was vorhanden ist, sozusagen in den Ort, in den eigenen Ort, in dem man lebt. Und in diesem Projekt, in diesem Orion-Projekt, habe ich versucht, den Menschen in seine eigene Welt blicken zu lassen, in die Normalität der Welt, indem ich etwas Ungewöhnliches inszeniere. Ja, vielleicht noch kann man noch sagen, auch die Musiker selber gehen ständig mit einer Mischung von Sicherheit und Unsicherheit in dieses Spiel hinein, weil man weiß nicht, was einem begegnet, was passiert, wie man sich selber fühlt. Es ist ein
wie eine Art offener Schwebezustand, der auch für den Musiker ständig irritiert werden kann. Das ist was völlig anderes, als wir es auch als Musiker gewohnt sind zu spielen. Normalerweise üben wir ein Stück und das Stück spielen wir dann in einem Konzert. Und je besser wir es geübt haben, desto sicherer und desto sicherer können wir es überbringen. Thank you.
dieses ist gerade interessant für mich, weil es sozusagen in die Unsicherheit hineingeht. Und die Unsicherheit ist auch eine große Chance für jeden Menschen sowieso, aber auch für jeden Künstler, weil es wieder neue Fragen aufwirft. Und das der größte Sinn, glaube ich, den ein Künstler in der Gesellschaft und auch für sich selber hat, ist, dass er mit den Fragen spielt, mit dem, was eben sozusagen nicht normal ist, spielt und auch ganz ehrlich dieses für sich selber als Erfahrung öffnet. Dass er sich sozusagen nicht mit einer Sicherheit in die Zukunft und in die Welt bewegt, sondern gerade mit einer Unsicherheit und mit einer Offenheit. Und wie wir auch bei der ganzen Entstehung dieses Projektes erlebt haben, wenn man sozusagen die Unsicherheit spielen lässt, erlebt man ein Wunder nach dem anderen.